Servus Leute, ich darf euch wieder zu einem nächsten Teil von meinem Let's Play von Mount & Blade Warband begrüßen. Ich bin gerade noch nicht so sicher, was ich eigentlich für ein Let's Play jetzt machen soll. Das ist jetzt total spontan, also ob ich jetzt vielleicht mit euch die Kampagne durchspielen soll oder vielleicht noch ein paar Taktiken, neue Taktiken. Aber ich denke, das neue Spiel anzufangen, das wird ewig dauern und das wäre ein bisschen zu krass für mich und dafür fehlt mir auch echt die Zeit und von daher denke ich, wird es heute ein Taktik-Let's Play. Letztes Mal habe ich euch mit euch die Taktik Pfeilhagel besprochen. Das waren etwas zu viele Leute von mir und heute werde ich das so demonstrieren, wie es meistens so der Fall ist. Also wie es auch in der Kampagne wäre. Dazu gehe ich einfach. Öffne ich einfach eine benutzerdefinierte Schlacht und kann dort so meine Armeegröße auswählen, die von einem Gegner, was drin ist, Infanterie, Bogenschützen oder Kavallerie. Kann auch meinen Helden auswählen, der meistens so normal stark ist. Und so ist das Ganze mit einfach besser, kann ich das einfach viel besser darstellen. Gibt es drei verschiedene Karten, Bauernhaus, Oase oder Toolbox Pass. Ja, kann auch den Spielmodus auswählen, aber Burg, Belagerung, das kommt erst relativ spät im Singleplayer und von daher werde ich jetzt eine Schlacht machen. Die, wo mein letztes Let's Play schon angeguckt haben, die wissen, dass ich jetzt nochmal die Pfeilhageltaktik durchgehe. Ich werde ungefähr eine Armeegröße von 25 Mann haben mit, ich sag mal, 75% Bogenschützen. Und 25% Infanterie. Jetzt muss man halt rechnen können. Kann ich nicht. Ist mir auch egal. Um halt zu wissen, wie viel Infanteristen jetzt 25% wären. Oh Gott, das Mathematik ist nicht meine Stärke. Okay. Machen wir ungefähr eine machen wir 20 Mann im Gegner mit circa machen wir auch ungefähr 25, so wie es eigentlich meistens auch der Fall ist. Die haben meistens mehr Nahkämpfer dabei. Pff, Königreich, machen wir einfach die Gesetzlosen, so wie sie halt meistens auch auftauchen. Ich bin einfach jetzt mal Nord, als Held nehme ich jetzt mal einen Bogenschützen oder einen Nahkämpfer. Ich denke, ich werde, wie es auch so im Singleplayer ist, einen berittenen Typen nehmen, einen Reiter, Kavallerie. Ja, dann werde ich mal die Runde starten, um euch das. Ne, ich nehme auch lieber einen Bogenschützen. Ne, ich nehme. Oh Gott, ich nehme Bogenschützen, okay. Um euch das einfach zu verdeutlichen, dass es auch, dass eine richtig gute Taktik ist, gegen gleich viele Männer oder ein bisschen weniger. Und somit kann man im Singleplayer einfach besser überleben, leichter Schlachten gewinnen. Okay, ich starte dann das Spiel. Okay, wieder F1, mir nach. F3, Feuer einstellen. Und nochmal F2, näher aneinander. Dann suche ich mir einen etwas höher gelegenen Punkt. Am besten hier, da werden die dann hier durchkommen, glaube ich. Okay, die fangen schon an zu schießen. Am besten nehme ich hier den Punkt ungefähr. Die stehen so beschissen. Position halten. Mal gucken, ob ich hier drauf kann. Kann ich nicht. Oh, der hat nur Speere. Naja, scheißegal. Auf jeden Fall werde ich jetzt. Na, ich glaube, ich gehe weiter runter. Kommt schon. Und Feuer frei, wenn die Infanterie nah genug da ist. Die ist jetzt ziemlich nah. Also ihr seht schon, die werden einfach zermäht. Die kommen überhaupt nicht mal ran. Okay, das mögen vielleicht etwas schwache Gegner sein. Nein, hoppala. Was mache ich denn? Und zum Angriff, damit die Infanterie was zu tun hat.
Und ich gehe jetzt auch mal vor, ein bisschen Speere schmeißen. Die hängen hier einfach irgendwie in der Weinrebe fest. Irgendwie. Ich habe keine Ahnung, was sie da drin veranstalten. Stirb, du Hund. Oh, der hat so einen Speer in den Kopf bekommen. Der letzte. So. Alles gut. Ich habe 0 Soldaten verloren. Ihr selbst überwandet einen Mann im Kampf. Gut, ich denke, es war ein bisschen unfair, sage ich mal. Weil mein Team doch relativ stark war. Ich nehme wieder Königreich von Nord. Gleiche Aufstellung. Aber nehme jetzt als Gegner die von Rodox. Die sind sehr, 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 sehr stark mit Rüstung überzogen, sag ich mal. Die sind sehr stark ausgerüstet. Meistens ein schweres Kettenhemd an und ein krankes Schild, das dermaßen viel aushält. Ich denke mal, ich mache 80-20. Ich denke mal, das ist noch besser. Ich nehme den Tulburg-Pass noch besser zu demonstrieren. Diesmal nehme ich nicht so einen Vollorsch, der nur Speere hat, sondern den hier. Genau, der Steppe-Bogenschütze, der Eitrott. So, dann werde ich mal das zweite Spiel starten. Mir nach. Okay. Also. Oh Gott, das ist sowas. Ja gut, ich habe das auch noch nie gespielt. Anscheinend ist es... Naja. Das ist jetzt nicht so die Art von Spiel, die ich wollte. Oh Gott, da kommt sie schon. Und Feuer frei, Kollegen. Feuer frei! Was machen die? Naja, das ist einfach nur Fail, das hat auch gar keinen Zweck so. Wenn die einfach zu dumm sind, um irgendwas zu machen, da krieg ich einen Hals. Oh Gott. Sowas nervt mich. Tut mir leid für sowas. Sowas ist eigentlich nicht geplant. Sowas nicht geplant, ne. Oh, ich glaube, ich habe auch gerade zu viel Infanterie ausgewählt, ich Säckel. Deswegen haben die auch nicht geschossen. Nords, dann nehme ich wieder den Bogenschützen. Und wieder das Königreich von Rodox. Mit mehr Infanterie. So, Schlacht und dann nehme ich die Oase. Nee. Gut, ich hoffe, das klappt jetzt. Ah, das ist, oh, sehr schön. Das ist auch eine richtig, 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 oh, da geht mir einer ab. Eine richtig, richtig schöne Map für einen Pfeilehagel. Also besser geht's nicht. Ich meine, da hinten kommt schon die Infanterie. Ich werde jetzt hier meine Bogenschützen ziemlich weit hoch positionieren. Am besten hier drüben noch. Die sollen hier hochkommen. Wollen sie nicht Map zu Ende? Nein. Okay. Hier können sie dann stehen bleiben. Position halten. Ich werde schon ein bisschen schießen. Okay, und Feuer frei. Also jetzt sieht man schon richtig, wie die einfach nur
dermaßen krank beschossen werden. Die können eigentlich gar nicht rankommen, so richtig. Und zum Angriff, damit die Infanterie noch vorstoßen kann. Weil die mit dem Schild, die mit den Schilden, die sind echt nicht zu unterschätzen. Dann schieße ich mal die Armbrustschützen ab. Stirbt der Hund! Also ihr seht, ich habe noch viele. Um genau zu sein, habe ich 3 Soldaten verloren. Ich habe selber 8 getötet. 3 von 25, das ist wirklich nichts. Und das, was man dann bekommt von den 25 getöteten Gegnern, wenn es jetzt Seeräuber wären oder Deserteure oder auch bloß Tigerbanditen, bekommt man echt nochmal ein paar Rohstoffe dazu. Ein paar Rüstungen, Waffen, das kann man auch alles gut beim Händler verkaufen. Also das Video war jetzt einfach, das Let's Play war jetzt so ein bisschen mehr eine Demonstration, dass die Taktik auch wirklich bei gleich großen Trupps funktioniert. Ja, das war es eigentlich auch schon. Ich danke euch wieder fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.